herzlich willkommen zurück. Und weiter geht's. Zuerst links ausnahmsweise. Die Kisten sind leer. Mies. Mies. Liegt da ein Skelett auf dem Bo. Yeah. Magiesamen. Tja. Mies. Ist alles leer, ne? Okay, da gibt es irgendwie nichts. Ach du heiliger Bimbamborium. Zufälle gibt's. I thought I recognized you. You're that lot who got the Venus tear for me, ain't you? Fancy seeing you again in a place like this. Red, what on earth are you doing here? Well, I heard a rumor that there's treasure here. Belonged to that old pirate, Captain Crow. Mentioned treasure to me, and I'm unstoppable. I can't get enough of it. So I've got myself this by the looks of you. You're here for the same reason, eh? Oh, this could be a bit of a laugh then. But in which case, I'd better get a wiggle on. Sure you won't mind giving me a bit of an head start. Oi, hold your horses. You can't just say all that and then run off. And there are monsters in here, you know. Look at you, going off half-cocked on your own. You must have a screw loose. Who do you think you are, underestimating me like that? You should know by now how good I am at creeping around. Those monsters won't even know I'm in here. Not like you, you big fat clodhopper. Oh oh. Sie hat halt schon Temperament, ne? Egal. Wir haben keine Karte, deswegen holen wir uns jetzt erstmal noch eine Karte. Hallo? Nehmt dann? Okay. Weg versperrt? Okay. Karte? Hallo? Hallo? Karte? Ach, endlich. Dankeschön. Allergeschutz auch alles nach. Das ist gar nicht gut. Dankeschön, ja. Mini-Medaille. Hey, super. Fangt an und sucht. Blöde Kuh, ey. Ich lese erstmal ein paar Bücher. Nun kibbelt mein Helm immer. Ein bulliger Helm, ein Helm plus Kuhfladen plus frische Milch. Dankeschön. Helm plus Kuhfladen plus frische Milch. Bin ich ja mal gespannt. Im hinteren Bereich dieses Raumes und ihr werdet vor mir stehen. Das klingt gar nicht gut. Tja, den Dämonenspeer haben wir schon irgendwie, sorry. Was ist sie eigentlich für ein Lappen? Kriegt's nicht mal hin, hier den einfachsten Weg zu finden, und wenn wir dann wieder da kommen und das Problem solven, dann ist wieder miese Prise. Okay, zwei Fässer. Wollt ihr mich verarschen? Wollt ihr mich verarschen? Wegen zwei verdammten leeren Fässer bin ich nach hinten gelaufen. Ich glaube, es hackt. Das ist auch der richtige Weg. Hä?
Hä? Okay. Sieht mir jetzt nicht nach einer Abkürzung aus. Okay. Hola? Hola. Ach, da hinten wären wir auch runtergekommen. Tja, vielleicht ist da noch was im Weg. Da drüben ist eine Kiste. Super, danke. Ah, war da was? Nee, nee, war nur Einbildung. Einbildung ist auch eine Bildung. Jetzt können wir entweder darüber. Oder wir können wieder hoch. Sind wir ja richtig? Ja. Weil hier oben ist noch ein Zimmerchen. Jawohl, eins ist wieder ein Imitator. Knochen. Knochenschild ist, glaube ich. Verflucht? Ich weiß es nicht. Ich muss mal schauen. Köstliche Suppengrundlage. Ich will es jetzt ehrlich gesagt nicht ausrüsten, weil... gefährlich. Hartes Helm. Oh. Der ist, glaube ich, verflucht, oder? Ja, yep, Aura der Gefahr umgeben. Okay. Dankeschön. Hier gibt's nichts. Achso, hier geht's gar nicht. Ja. Genau. Wie jetzt? Was ist das? Hier geht's also nicht runter. Gut, dann müssen wir doch wieder den Weg zurücknehmen. Miese Brise. Aber ihr wisst ja, lieber schlecht gefahren als gut gelaufen. Ah, mies. So, we meet again. Just so as you know, there's nothing to see here. Up to you, whether you believe me or not. Was ist mit der los? Ist der eigentlich behindert? So, wir haben jetzt erstmal noch die Schatzkiste. Jawohl, das ist das Wichtigste, dass wir mit der Millimedaille bekommen, ey. Da ist es ja. Das hat ein guter Zisch drauf, das sag ich dir, ey. Achso, weil ich auch das Ding beschleunigt habe, das Spiel. Jetzt ist es normal. So moving the angle makes the water go down, eh? Thanks for that. Now I can get even further ahead of you. Bad luck, eh? Must be a bit. Tja. Werden wir sehen, wer am Schluss rumheult. Heilige Schutzaura. Es ist einzig wahre. Ganz schönes Hin- und Hergelaufe hier. Muss ich schon sagen. Auf die Tür.
Was jetzt? Der hat die Kiste schon geklaut, die blöd. Ich tue sie in die Schmutter. What took you so long? Looks like the goodies are mine, eh? We did say it was first come, first serve. Ahoy there! They call me Captain Crow. Long ago, I were one of the pirates. Warum sind es jetzt auf einmal 7 Ehre? Also ich meine, wir sind ja in Dragon Quest, also ich habe da jetzt nichts von Meeren gelesen. Egal. Ja, natürlich haben wir das Zeug zu. Red, what are you doing getting yourself into this? Sie ist halt einfach eine Blady. Na, wir gehen da mal wieder. Tschüss. Ich könnte es, glaube ich, einfach gehen, oder? Kurz ansprechen. Work. Und hallo. So, you're after me treasure. You'll have to fight me. So, was machen wir denn? Konzentration, Konzentration, Zauber, Beschleunigung, Zauber. Ach, wir haben übrigens das Pellentor. Das kostet 20 MP. 50, 46, 42, 45. Ups, 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 ups. Wir kommen ja alle früher als er dran. Das ist ziemlich gut. Er konzentriert sich auch. Er konzentriert sich nochmal. Dann machen wir das auch. Das können wir auch. So ist es nicht, ne? Energieschub. Wir haben ja das kalte Kiel, diese kann die Konzentration einer nach Feindgruppe um 1 senken. So heißt das ja alle Feinde in seinem. Habe ich noch einen Zauber, der irgendwie. Schlaflämme, Vergiftung, Tanzbahn. Senkt die Resistenz, Silber wieder. Nö, dann müssen wir kaltes Kichern benutzen. Ja, kannst du ruhig machen. Ist mir egal. Ich mache hier einfach auch Konzentration. Und sie macht auch nochmal Energieschub auf Jeff. Und er macht nochmal kaltes Kichern. Aua. Aua. Jetzt gibt's einen Stoßwirbel. Typhus Metzelbeil ist, glaube ich, so oder so das Beste. Sie kann, ich weiß nicht, Schwächung bringt ja, glaube ich, nichts. Er kann Multiheilung machen. Ah, doch. Bringt was. Sehr schön. Ah, die haben gesessen. Der hat auch gesessen. Wow, der kann ja gar nichts. Also, ich meine. Der konzentriert sich nur. Was ist denn das für ein Lappen? Das kann ich auch. Nee, du musst das kalte Kichern machen. Du musst das kalte Kichern machen. Noch eine Runde konzentrieren. Nochmal kaltes Kichern, bitte. Jetzt haben wir alle auf 20. Und als nächstes gibt es einfach Damage. Der kann ja gar nichts.
Das liegt dann wahrscheinlich an unserem hohen Level. Schmeugel. Und die Heilung. Tschüss. Oh ja, geht noch. Tschüss. Okay, da war es wirklich schnell tot. Easy. Piratenhut. Shiver me timbers, you beat old Captain Crow. Tis a good sign. My treasure be me all heartens. Take my treasure and fulfill the dream. Machen wir. Leuchtende Seekarte. Er schaut halt einfach immer so. Oh, that ain't something I wanted you to see. And you've gone and got the bounty to boot. Hang on, is that all it is? That scraggy old bit of paper? If I'd have known it was as naff as that, I'd never have bothered. I suppose I'll just have to make do with the 10,000 gold coins I picked up on the way. Right, I'm out of here. But shit, was? Last me a lifetime. She got all that dough down here. She's a sly old fox, that red. Well, we got what we come for. Ain't no point in us. In der Tür. Nein! Ja. Captain. Ein beeindruckender Hut. Naja, warum nicht? Ja, yeah. Eisenmaske. Ah, wir haben jetzt ja einen besseren Hut für ihn gekauft, gell? Aber Eisenmaske brauchen wir sowieso, glaube ich, für irgendein Rezept. Also, nix, ist nichts verloren. Der Hadeshelm ist natürlich, huch. Kocht mir Shit aus dem Zahn, die Suppengrundlage. Er kann ja nur Jengis ausrüsten. Naja. Okay. Benutzen. Ah, sehr schön. Magie. Teleportation. Bla 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 bla. Wo ist es denn jetzt? Ich will zur. Mystische Quelle. Kurz wieder auffüllen gehen. Wobei wir haben ja eigentlich nicht viel verloren. Das war echt ein easy Kampf. Ich glaube, das liegt einfach an den guten Leveln, die wir haben. Ne? Der Level, der macht einfach den kompletten Unterschied. Nein. Ja, und dann ist sie halt traurig. Meine Fresse, wir haben vorhin mit ihr geredet. Blödes Pferd, ey. Ich meine, es tut mir leid, mein Schatz. Neos. Ein paar Mal Heilige Schutz auch noch? Keine Ahnung. Mann, bin ich froh, dass wir jetzt endlich mal vorangekommen sind. Man muss halt schwätzen mit Elite, so ist es eben. Wir haben ja nicht mal unser Monster-Team zum Einsatz gebracht. Manu. Wo ist jetzt das X da drüben? Das Witzige ist, da ist auch noch ein X. Na endlich! Auf einmal geht alles in die Luft. Bumm! Nee, ist es dein Ernst? Wir müssen da ganz genau drauf bleiben.
Ist das eine miese Prise oder ist das gerade eine miese Prise? Kann ich das jetzt nicht überspringen? Oh, kommt schon. Hey, ist das gerade mies? Wie soll ich denn da perfekt draufbleiben? Da muss ich ganz langsam fahren. Das dauert ja immer ewig. Alter, das fährt so schnell. Warum fährt das so schnell? Ich muss langsamer machen. Alter, das ist ja schwieriger wie Mario Kart. Aber Mario Kart ist gerade ein Scheiß dagegen, ey. Alter, zum Glück kann ich den Emulator jetzt wieder auf normal stellen. In dem schnellen Zustand ist man ja voll im Arsch. Und ich habe ja gerade richtig in die Tasten gehauen, das hat man gehört, ne? Kabum. Oh je. Da haben wir wieder was zum Erkunden, hä? Wo ist denn unser lieber Baumrennen? Och nee. Och nee, komm schon. Ja, aber wir haben ihn doch auf dem Schiff mitgenommen. Das ist doch logisch. Schutzaura ist mir doch egal. Mach halt wieder an. Oder sehe ich so aus, als ob ich zum Kämpfen hier wäre? Ey. Wenigstens unsere Karte funktioniert. Und da vorne ist ein Dorf, okay. Dann gehen wir mal zum Dorf. Habe ich da hinten eine Kiste übersehen? Nein. Machu Picchu? Kühe gibt's auch überall auf der Welt. Wo ist denn das Dorf? Wenn man seitlich läuft, läuft man schneller. Habt ihr das gewusst? Es sieht nur ein bisschen behindert aus. Achso, ich habe den Eingang verpasst. So kann man es auch machen. Ah. Endlich wieder einfach gemütlich Sachen kaputt machen. Ja, yep, ich glaube, das sollen die Leute von Machu Picchu von so Peru oder so darstellen. Mit dieser Kleidung eben. Steinsalz. Nichts. Mies. Hey, beschützt du etwa hier die Krüge, ne? Das war wohl nichts. Chimärenflügel im Ernst, was will ich denn damit? Bin ich arm? Nettes Mädchen. Ah, sehr schön. Du bist... Zauberstreitkolben? Banditenpanzer könnten wir selber craften. Flammenschild könnten wir selber craften. Mithrilhelm. Weiß ich nicht, ob wir den selber craften können. Der bringt auch nur 5 Rüstungen, Algelo, und ihm bringt er 8.
Also wird das lohnt sich das Geld überhaupt nicht wegen 5 oder 8 Rüstungen. Beziehungsweise der Zauberstreitkolben bringt schon was. Da würde ich es mir vielleicht nochmal überlegen. Das sind halt ja, 45, 44. Das ist natürlich schon heftig, 44 mehr Angriff. Aber bringt bei uns ja sowieso nichts, denn sie tut ja nicht mit normalen Angriffen arbeiten. Lol. Beziehungsweise, ob die Angriffsstärke vom Stab sich auch auf die Zauber auswirkt, weiß ich gar nicht. Weiß ich gar nicht. Ich weiß eigentlich voll viele nicht über Dragonquest. Wenn ich es mir gerade so genau überlege. Ich bin nur ein einfacher Reisender. Krummel, krummel. Goyo, schade. Sonst fällt er noch in das dunkle Auge, ohne es recht zu bemerken. Okay, dann folgen wir also dem Schatten von Empyrea. Ich verstehe schon. Bitte. Fellponjo. Okay, nein. Was gibt's hier, alte Dame? Frische Milch, okay. Danke. Hauptsache, der hat hier einen Priester in seinem Dorf stehen. So Weltvorschrift, jeder muss das und das in seinem Dorf haben. Talentsamen, yay. Aus dem Weg, ich will zu den... Du sollst aus dem Weg gehen. Kleine Kinder, ich tue sie alle umlauf einfach. Mini-Medaille, endlich. Können wir auch noch gleich hin uns was Schönes abholen. Oh, da wird's schon dunkel. Da wird es schon dunkel. Wird gar nicht gut. Wird gar nicht gut, nein. Wie lange brauche ich denn, bis ich das Dorf geraidet habe? Schimmel, was will ich denn mit Schimmel? Hier schimmelt's ja schon, ey. Ja, noch eine. Jetzt läuft's aber. Kann ich bei dir Waffen kaufen? Dass es Schilde gibt. Heiligenschild. Das hört auf, fröhlich bei der Arbeit zu sein. Erstmal noch kaputt machen. Deine Arbeit interessiert hier keinen. Ich mach's einfach kaputt, blöder. So. Jangus, haben wir es übersehen? Okay, sehr gut. Teleportation. Mpichu. Gehen wir noch zur Prinzessin Minis Schloss. Die sitzt auch noch den ganzen Tag rum, was? Ich hab schon ein paar mehr, also. 78, Heilige Rüstung. Oh, noch 5 Stück. Ein Stück Orichalcum. Oh, nice. Ich weiß aber nicht, für was man Orichalcum am besten einsetzt. Da gibt's so viele gute oder wichtige Rezepte. Mies. Ja, ausrüsten. Oh, das gibt einfach 20 mehr. Alter, die heilige Rüstung.
einen Kampf wiederherstellt. Nice. Also er hat ja jetzt 217 Abwehr und sie hier noch 169. Wir müssen uns mal irgendwie um Jessica kümmern, aber boah, ich weiß nicht, die ist einfach irgendwie, die ist einfach billig, was soll ich denn sagen? Teleportation. Mpichu. Mpichu erkunden und danach direkt weiter mit der nächsten Folge, okay. Ihr habt es gesagt, dann machen wir das auch so. Okay, da sind wir hergekommen. Kann ich hier von der Kante fliegen? Nein, sehr gut. Gibt's hier vorne Schätze? Nein. Irgendwelche Rezepte oder so. Muss ich mal schauen, was wir machen können. Muss ich mal schauen. Jawollo. Ja, das können wir natürlich nicht akzeptieren. Ja, danke schön. Mhm. Ah, okay. Keine Ahnung, für was man das braucht. Er dreht sich einfach um. Ach, weißt du was? Hol einfach unser Team. Die regeln das. Jawohl. Jawohl. Und weggestampft. Weg mit dir. Weggeschlitzt. Bam. Gar nichts. Da gibt's ein richtiger Schlitzer. Rabum. Boah, 600. Ha, der Ziegelmann hat auch 600 Leben. Goldmann ist natürlich schon billiger. Hackzilla ist natürlich viel besser. Stachel ist auch nicht. Doofkönig ist auf jeden Fall genauso gut. Kapuze, Hackhenker. Wer ist denn das? Wer ist denn Kap... Wer ist denn... Herr Talos habe ich doch im... Kurator... Ach, den brauchen wir nicht. Auf jeden Fall den Okaoga, der... Haben wir da irgendjemanden, den wir ersetzen können? Nee, eigentlich nicht. Hackzilla und so ist eigentlich alles genauso gut. Hm. Noch eine. Jetzt muss ich mal ganz noch kurz Monster sehen. Achso, das ist der Hackhenker. Ja, das ist nicht so gut. Der ist auf jeden Fall besser. Der ist auf jeden Fall besser. Und der ist. Schwierig. Schwierig. Er ist eigentlich genauso gut. Weil er hat halt noch Energieschub und sowas. Das kann echt im Kampf schon richtig gut sein. Somit bringt mir der Typ eigentlich gar nicht so viel, wie ich jetzt gehofft hatte habe. Ah, sag doch was. Schutz, hm? Nicht so viele Schätze.
Wir sind jetzt einmal da drum rumgelaufen, okay. Ja, hier gibt's wohl nicht so viel zu entdecken, wa? Was? Hm? Was? Ja. Warum ist auf einmal alles so dunkel? Scheiße. Das liegt dann wahrscheinlich am Emulator. Och nee. Das liegt jetzt am Emulator. Da muss ich irgendwie noch... Da müsste ich mal schauen, wie ich das am besten gefixt kriege. Weil wir müssen ja den Schatten von Empyrea irgendwie sehen. Und... Mächtige Armschiene, okay, ja. Ja, okay, Hammer. Und ich weiß eigentlich gar nicht, was das ist, wenn ich ehrlich bin. Das muss irgendwie mit dem Schatten von Empyrea zusammenhängen. Aber anscheinend ist es jetzt ein bisschen verbuggt. Muss ich mal schauen. Ist das wirklich ein Monsterschlag? Okay. Goldmonstermünze! Ach, nein. Mann, das mit dem Schatten nervt mich jetzt. Oh, Kiste auf der anderen Seite. Das nervt mich, dass es jetzt nicht klappt. Dann muss ich, dann muss ich mal schauen. Habe ich jetzt keine Ahnung, was es da für Fixes gibt. Gibt sicherlich irgendwie Hilfe im Internet. Hilfe, Hilfe. Ich brauche Hilfe. Ich glaube, ich muss mal noch ein bisschen mit dem Emulator ein paar Einstellungen rumarbeiten. Und dann wäre mal in der nächsten Folge da schon Erfolg haben. Wo geht's denn da lang? Also ich meine, wo geht's denn da lang? Ne, das können wir ja mal gar nicht vertragen. Hier laufen ja so viele Kühe rum. Oh, da ist eine Kiste. Zauberstreitkolben. Seht ihr, deswegen kauft man das nicht. Man kauft Sachen niemals. Niemals Sachen kaufen, Leute. Ja. Niemals Sachen kaufen. Wichtigste Regel. Aua, 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 aua. Wie viel Leben haben wir verloren? Nichts. Haben wir wirklich nichts verloren? Ja, ein bisschen. Ein bisschen halt, ein bisschen. Gibt's da hinten eine Kiste? Gibt's hier irgendwo eine Kiste? Scheint wohl nicht so. So, dann haben wir hier auch alles, abgegrast. Oder wo soll was sonst noch hin? Ja gut, wenn nicht, dann war es das für die Folge. Ich muss noch an meinen Emulator-Einstellungen arbeiten und dann kann es eigentlich auch schon direkt weitergehen. Ne? Also ich meine, hoffen wir, dass es sich einfach fixen lässt. Und dementsprechend, wenn wir da oben durch das Tor laufen, was passiert dann? Einfach in die Mitte vom Schatten laufen. Nee, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, was ich was ich jetzt tun soll, deswegen denke ich jetzt, dass es einfach das für heute gewesen ist. Wir
beenden das hier mit dem Screen, dass man ja schön die Verbuggtheit sieht. Ne, keine Ahnung. Ich muss es noch ein bisschen an Einstellungen arbeiten und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss.